Zoe Koi. Hallo, Richard. Hallo, Zoe. Als Galerist dieser wunderbaren Galerie mitten im Herzen Europas in Kerkrade in den Niederlanden, direkt am Markt mit einer Fläche von gut 400 Quadratmeter, freue ich mich auch, dich im Kreis unserer Kolleginnen und Kollegen hier genießen zu dürfen, und zwar auch als Galerist deswegen genießen zu dürfen, weil mich deine Werke, die du thematisch so auf die Frau beziehst und sozialkritisch beleuchtest und daraus auch deine Arbeiten entstehen, dieser Zusammenhang, das berührt mich sehr. Was kannst du uns dazu sagen, Zoe? Ja, ich male hauptsächlich Frauen, wie du jetzt erwähnt hast, lieber Recep. Die Frau ist für mich, ich bin von zwei sehr, sehr starken Frauen geprägt worden, also von meiner Oma und von meiner Mutti. Und Frauen sind das A und O im Leben, finde ich. Und hauptsächlich dieses Bild, das symbolisiert eine Frau, die viel durchgemacht hat im Leben, und sie bekommt jetzt Flügel, Libellenflügel. Sie hat sich jetzt, Metamorphose habe ich es genannt, und sie geht jetzt einen Schritt weiter, also im Positiven. Also befreit sie sich, kann man das sagen? Genau. Also mit Flügeln fliegen können und dann aus diesem Verantwortungsbereich sich loslösen. Kann man das so interpretieren? Das hast du sehr gut beschrieben, Sophia. Ja, sie ist jetzt stärker geworden und lässt alles hinter sich. Und die Libelle symbolisiert für mich sowieso nur Positives. Also wenn man googelt Libelle, dann findet man so viele Sachen über die Libelle. Und die Libelle ist mittlerweile mein Symbol. Was ist denn für dich als Künstlerin, die sozialkritisch ist und auch Frauenthemen hervorhebt, so eins der wichtigsten Themen? Was verbindest du als unbedingt erwähnungsbedürftig, wenn du an eine Frau in unserer Gesellschaft denkst? Die Stärke der Frau, die Stärke. Aber ich beschäftige mich nicht nur jetzt hauptsächlich nur mit der Frau, auch andere Themen. Ja. Also mein letztes Werk zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem fertiggestellt. Das ist bestimmt ein Werk, das man nicht unbedingt auf die Wand aufhängt. Lasst euch überraschen. Ja. Bin schon ganz neugierig. Ja. Du machst da Spannung rein, das ist ja ganz gut. Es geht sich um die Geburt, um den Zerfall und um den Tod. Das ist ja schon wieder sehr philosophisch, so als Metapher ist, wahrscheinlich. Ja. Das hat mich die letzte Zeit beschäftigt. Ja, und ich versuche so meine Emotionen zu bearbeiten. Sehr gut. Genau. Also du hast ja hier mehrere Werke bei uns, die sich halt thematisch mit der Frau beschäftigen. Ja? Genau. Ja. Und zu den anderen Werken, kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen? Also jetzt, wenn wir mal bei den ausgestellten Arbeiten bleiben, die sich ja thematisch mit der Frau auseinandersetzen. Was war denn noch für dich interessant, also zu dieser Person, die mit einer Libelle sich in die Freiheit entlässt? Ja? Gibt es da auch andere Interpretationen, die für dich sehr wichtig sind? Ja, Frauen beschäftigen sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Problemen und Gedanken. Mhm. Und die Frau hält zum Beispiel die Familie. Die Frau hat ständig 100 Sachen im Kopf. Die traditionellen Aufgaben, man so erwartet, der Mann also mit zwei N sozusagen. Genau. Ne? Und man könnte stundenlang darüber reden. Ja. Jetzt, ne? Ich danke dir sehr, liebe Zoe, dass du uns bereichert hast mit deinen außergewöhnlichen Werken, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Das freut mich sehr, lieber Recep. Dankeschön. Ja. Danke. Zoe, das war das Bild, was wir eben in einem kurzen Interview nicht einfangen konnten. Genau. Deshalb zeigen wir das jetzt nochmal. Ja. Aber dann gehen wir auch direkt nochmal zu dem dritten Bild. Okay. Ja? Gehen Sie doch bitte nochmal den Schritt rüber. Von dieser Seite? Ja. Okay. Und vielleicht sagen Sie uns noch etwas zu diesem Bild. Ich habe dieses Bild den Titel gegeben, das Instrument. Und das ist ein griechisches Instrument und das heißt Bouzouki. Und
Das kommt sehr oft in die griechische Musik vor. Und da ich eine Griechin bin, ist das sehr wichtig für mich. Und ich finde diese Musik auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob Rebetiko ein Begriff ist, aber das ist zum Beispiel ein Tanz. Und da kommt dieses Instrument vor. Und ein Tanz, wo man seine ganzen Gefühle ausdrückt mit diesem Tanz. Und das hat diese Bedeutung eigentlich. Das ist ein sehr emotionaler Tanz. Ja. Diesen Tanz kann man auch so gesehen nicht lernen. Man lässt einfach seine Emotionen raus. Ja. Und das ist ja eine nachdenkliche Person. Ja. Und ist Buzuki, die ist also kurz vor dem Tanz. Wunderbar. Ja. Dann danke ich nochmal für diese Ausführungen, Zoe.